Die 05er empfingen am Samstag Blau-Weiß Farnstedt und damit den Tabellendritten der Fußball-Landesliga Süd. Die Gäste haben die letzten 8 Spiele nicht verloren und in Thalheim ein Unentschieden geholt. 2 Spiele in Folge haben die Dessauer nicht mehr gewonnen. Schlimmer noch, am 18. Spieltag gab es die erste Saisonniederlage gegen Thalheim. Die Frage, die sich die Landesliga Süd stellte, wie würde der SV Dessau 05 reagieren? Oder anders, welches Geburtstagsgeschenk macht die Mannschaft ihrem Präsidenten Ulf Schuster? Die Antwort auf beide Fragen beantwortete Dessaus Top-Torjäger Sascha Zacke in der 5. Spielminute. Farnstedts Hintermannschaft leistete sich den ersten schwerwiegenden Abwehrfehler. Zacke bedankte sich, machte sein 15. Saisontor und baute den Vorsprung in der Torschützenliste auf 3 Treffer aus. Nur 6 Minuten nach dem Führungstreffer die Gäste mit der ersten richtigen Chance. Sandro Bartsch scheitert an Sascha Prozewski. Das spielbestimmende Team aber blieben die Hausherren. Ein Freistoß von Wolter kann Busch nicht richtig klären. Zackes Schuss lässt Höllriegel nur abklatschen und Oliver Bauer steht goldrichtig. Nach 20 Minuten führen die Dessauer 2:0. Das war die Reaktion, die sich die 177 Zuschauer im Schillerpark von den Schwarz-Weißen erhofft hatten. Eine halbe Stunde dauerte es, bis auch die Gäste endlich im Spiel angekommen waren. Farnstedt fehlten mit Zehe, Wille und Hedic gleich 3 wichtige Spieler. Allein Hedic hat in dieser Saison bereits 12 Treffer für die Blau-Weißen gemacht und steht damit hinter Sascha Zacke auf Platz 2 der Torjägerliste. Aber auch ohne Hedic gelang den Gästen mit Unterstützung der Dessauer Hintermannschaft der Anschlusstreffer. Haufe mit dem 1:2. Das Spiel nun ausgeglichener, den Schlusspunkt unter Halbzeit 1 aber setzten die 05er. Oder besser Maximilian Eschner, die Höchststrafe für Höllriegel, der Tunnel zum 3:1. Kurze Zeit später ging es in die Kabinen. Dessau konnte mit dem Zwischenergebnis durchaus zufrieden sein und machte nach Wiederanpfiff genau da weiter, wo aufgehört wurde. Ganze 2 Minuten dauerte es, bis 177 Zuschauer erneut jubeln durften. Diesmal war es Lukas Schumacher, der 19-Jährige, bereits mit seinem 7. Saisontor. Danach gab es im Schillerpark so gut wie keine Torraumszenen mehr. Vielleicht noch dieser Schuss von Martin Sitte. Am Ende gewinnen die Dessauer das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga Süd mit 4:1 und kommen dank des Unentschiedens von Weißenfels gegen Elster auf 2 Punkte an Tabellenplatz 1 heran. Ja, wie gesagt, nach den letzten 2 Spielen waren die Köpfe ein bisschen gesenkt. Erste Niederlage, worauf in Anführungsstrichen alle drauf gewartet hatten. Heute haben wir die richtige Reaktion in puncto Kampf gezeigt. Wir hatten am Montag Einzelkritik gemacht mal mit der Mannschaft, haben darüber gesprochen. Es galt auszuwerten das Spiel gegen Thalheim und gegen Elster. Was wir da besprochen haben, das bleibt intern. Was auch immer es war, es hat geholfen. Schon am kommenden Samstag spielt die Mannschaft erneut im Schillerpark. Dann kommt Blau-Weiß Döhlau.